Guten Morgen! Heute geht es um das Magnesium. Ich hatte da schon ein Video dazu gemacht, aber nun habe ich ein paar mehr Erfahrungen. Ich habe wissenschaftlich recherchiert, inwieweit Magnesium wichtig ist, inwieweit Magnesium über die Haut aufgenommen werden kann, inwieweit es vielleicht besser ist, über die Haut aufgenommen zu werden und was gute Quellen für Magnesium sind, wie sich Gemüsekonsum versus Fleischkonsum verhält. All diese Dinge, die Studien findet ihr übrigens alle unten in der Infobox, sind ja für euch heute in dem Video aufbereitet. Ich sehe gerade, meine Wohnung ist gerade wieder etwas wüst, aber naja, das ist dann so. Wer diesen Kanal schaut, das muss man einfach so sagen, der legt Wert auf Fakten, der legt Wert auf Inspiration und der legt nicht so Wert auf optische Dinge. Das ist einfach so. Gut, dann fangen wir direkt an. Magnesiumöl. Das ist das, was ich seit ungefähr, seit ich das Video zum Magnesium gemacht habe, ich glaube so 2 Monate ist das her, was ich ausprobiert habe. Wie man das Magnesiumöl zubereitet, da habe ich ein kleines Video gemacht, das bringe ich dann irgendwann jetzt hier im Video. Erstmal nur die grundsätzlichen Fakten. Also ich habe es ausprobiert, 2 Monate lang jetzt. Ich werde es auch weitermachen, weil ganz einfach, Magnesiumöl ist extrem preiswert. Und hier kann man dann auch wirklich ein gutes Produkt kaufen und gibt trotzdem nicht viel Geld aus. Und das ist ganz wichtig. Ihr solltet unbedingt darauf achten, dass es, wenn ihr euch ein Magnesiumprodukt kauft, was ihr über die Haut aufnehmen wollt, wie gesagt, inwieweit es sinnvoll ist, komme ich noch dazu, solltet ihr auf jeden Fall ein Naturprodukt nehmen. Das ist ganz normal und ich habe Magnesium Flakes genommen, das ist ein Mix zwischen Wasser und Magnesium und das habe ich euch auch unten verlinkt, da ist zumindest keine Gefahr erstmal da. Und ihr solltet das auch unbedingt selber machen und nicht kaufen, denn hier ist wieder ein Verarbeitungsschritt, den ihr finanziert mit dem Geld, was ihr ausgibt. Irgendeiner kauft sich eine Plastikflasche, haut das Zeug ran, bereitet das zu und ja, was ihr selber machen könntet und ihr bezahlt dafür. Das ist nicht notwendig und die Gewinnspannen sind, ausgeht aus dem, was ich bei Amazon gesehen habe, schon durchaus ja, ordentlich. Also, wie gesagt, Link ist unten, Zubereitung kommt gleich. Information, ganz wichtig, erstmal, Magnesium als solches ist extrem wichtig. Ich habe mich da, natürlich wissen wir das alles in Form der DGE. Ich habe mich trotzdem nochmal in die Studien reingearbeitet und habe bei PubMed einfach mal Magnesium eingehackt und dann haben mir einen Tag Zeit genommen, um die ganzen Studien zu Magnesium, zumindest die interessant erschienen, einfach mal durchzulesen und die Results anzugucken. Und letztlich war es so, dass man ja sagen kann, dass Magnesium überwältigend positive Dinge für unseren Körper leistet. Das fängt an, für die Leute, die auch schon auf Vitamin D sensibilisiert sind, dass es einer der großen Kofaktoren von Vitamin D ist. Das heißt, um Vitamin D zu aktivieren, um Vitamin D für unseren Körper verfügbar zu machen, braucht es Magnesium. Auch was die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, auch von Diabetes, spielt Magnesium eine große Rolle. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist die Todesursache Nummer 1 bei uns in dem Land. Auch Prävention für Fettleber spielt eine Rolle. Also das ist einfach so viel, dass man davon eben sagen kann, was man ja auch sagt, es ist essentiell. Es ist extrem wichtig, Magnesium aufzunehmen. So, der ganz normale Prozess der Aufnahme von Magnesium geschieht durch die Nahrung, durch die Ernährung. Und da gibt es auch eine Studie, die das überprüft hat. Gibt sicherlich mehrere, aber eine, die ich euch unten verlinkt habe, die hat dann auch geschaut, inwieweit gibt es einen Unterschied zwischen der Aufnahme aus tierischen Produkten und aus pflanzlichen Produkten. Und in der Studie wurde dann festgestellt, dass Magnesium aus Gemüse effizienter von unserem Körper verarbeitet werden kann. Das nur nochmal so als Side-Fact. Entsprechend wird dann auch die Aufnahme von Magnesium über Gemüse empfohlen und in derselben Studie sind auch diese Effekte auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ja, alles was mit Herzgesundheit zu tun hat, auch dann noch geschrieben. Das heißt, ja, effizienter in einer pflanzlichen Ernährung das Aufnehmen. Gut, ist jetzt für die meisten sich eh pflanzlich orientierten Menschen auch jetzt nicht so relevant. Und wenn man genug Fleisch isst, hat man dann auch genug Mineralstoffe. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ich das eben ja, hier da recherchiert habe. Gut, über die Haut.
Ich zeige euch erstmal, wie das zubereitet wird und dann zeige ich euch und sage ich euch danach, ob es wirklich sinnvoll ist, es über die Haut aufzunehmen und ob dieser mittlerweile gängige, die gängige Theorie über die Haut, ist es sogar noch besser aufzunehmen, wirklich der Wahrheit entspricht. Jetzt erstmal die Zubereitung von dem Magnesiumöl und wir sehen uns dann gleich wieder. Zubereitung Magnesiumöl ist im Endeffekt total einfach und das ist das Geile dran. Ihr besorgt euch einfach ultra günstige Magnesiumflakes. Das hier, das ist ein von Dia Clean Shop Magnesiumflakes, die eigentlich, glaube ich, so fast jeder, der Magnesiumöl hergestellt hat, gekauft hat. Zumindest bei den YouTubern, wo ich das gesehen habe. Und ich habe da mal gecheckt, wirklich total preisgünstig und ja, kannst du nichts viel falsch machen. Ich verlinke euch das unten auf jeden Fall. Das sind einfach Magnesiumflakes, die werden auch im Gegensatz zu anderen Anbietern luftdicht quasi verschickt. Das heißt, du hast hier nochmal so eine Tüte, die dann quasi in den Eimer dann rein kann. Du kannst natürlich den Eimer auch so nutzen, das ist halt ein Plastikeimer, vielleicht für den Garten oder so, und kannst halt dann einfach die Flakes aus dem Beutel direkt nehmen. Und dann machst du nichts anderes als das Ding erstmal auf und ja, machen wir hier rein. Also reinpasst. Ja, genau. Und dann musst du gar nicht so groß drauf achten, aufs Verhältnis, aufs Mischverhältnis oder sonst was, sondern du haust dir einfach, fässt sich übrigens total geil an, solche Magnesiumflakes hier rein und machst ungefähr 1:1. Ich weiß, in der Literatur steht, dass man da 6 Gramm aber für 1 Liter und so weiter, aber also beim Magnesium, das Einzige ist halt, dass es ein bisschen spannt am Anfang, die auf der Haut, wenn du das drauf machst, aber du gewöhnst dich dran. Und ja, mir geht es wirklich darum, dass ich realisiert habe, Magnesium fehlt mir oder zumindest tut mir Magnesium gut, ausgehend von der oralen Einnahme. Und deswegen mache ich es jetzt einfach so, indem ich dieses Magnesiumöl quasi so herstelle, dass es gleich eine Bombenkonzentration hat. Und was der Körper nicht will durch die Haut, das würde er auch nicht aufnehmen, beziehungsweise würde mir dann signalisieren, dass er das nicht möchte. Und nachdem das quasi aufgelöst ist, fülle ich das dann einfach in so eine Pumpflasche, mache ich dann rein und dann spritze ich damit mich ein. Normalerweise ist die Pumpflasche gleichzeitig mein Klopapierbefeuchter. Ich nehme hier Küchenrolle, die Hälfte von der Küchenrolle, mache die an, habe ich feuchtes Toilettenpapier, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, wurde ganz schön kontrovers diskutiert, weil das ist eine sehr, sehr preisgünstige Alternative für feuchtes Toilettenpapier und da die Küchenrolle sich auch zersetzt und das ist im Gegensatz zu dem, was viele geschrieben haben, Küchenrolle zersetzt sich nicht, doch sie zersetzt, sie braucht halt ein paar Tage länger. Eine super Alternative für dieses feuchte Toilettenpapier, was häufig mit Chemikalien vollgepumpt ist. Idealerweise, meiner Meinung nach auch, nimmt man einfach nur einen Schlauch und tut sich mit Wasser den Arsch abwischen, aber ja, soweit bin ich noch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch an Papier hängen geblieben, aber es muss schon feuchtes Toilettenpapier sein, weil trockenes Papier, das macht einfach für mich keinen Sinn. Also feucht, mit Wasser geht es einfach am besten ab und von daher, ja. Und deswegen kommt das hier rein und dann werde ich mein Toilettenpapier, wo ich meinen Hintern abwische, auch mit Magnesiumchlorid befeuchten und ja, mal sehen, ob da ob das dann weh tut hinten oder nicht. Auf jeden Fall kommt dann quasi wird dort Magnesium auch aufgenommen. Einfach aus dem Grunde, weil ich keine 2 Flaschen hiervon habe und ich mir nur extra eine Flasche bestellen will für das und für das. Und deswegen probiere ich das einfach komplett. Werde euch auf dem Laufenden halten, inwieweit das irgendwie schmerzhaft ist oder sonst was. Auf jeden Fall, ja, so mache ich dann mein Magnesiumöl. Ja, also das ist die Zubereitung. Denkbar einfach. Gut, jetzt zu der für mich entscheidenden Frage. Mir ist es vollkommen klar, dass wir Magnesium aufnehmen können und dass das funktioniert, aber kann es über die Haut aufgenommen werden? Und ist es vielleicht sogar besser über die Haut aufzunehmen? Einige hatten unter meinem Magnesium-Video das genau drunter geschrieben und ich habe das auch im Video schon häufig gesehen. Ich kann jetzt zu dem Stand 2018, Frühjahr 2018, euch mit Sicherheit mitteilen, mit großer Sicherheit mitteilen, ausgehend aus den Informationen, die die Studien uns präsentieren, dass es nicht besser ist, Magnesium über die Haut aufzunehmen. Das ist absolut
keine, das entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage, die wir derzeit haben. Es gibt ein paar Studien, wo eine Aufnahme über die Haut in speziellen Fällen ausprobiert wurde in den Studien, ob das denn besser ist oder ob das hilft oder ob das überhaupt möglich ist. Und diese Studien sind einmal sehr, wie soll ich sagen, von meinem Empfinden her sehr, sehr unzuverlässig her. Empfinden im Sinne von, man hat so gewisse Kriterien, wie man Studien liest, wie viele Probanden stattfinden, ob es eine Doppelblindstudie gegeben hat und viele andere Faktoren, die nicht eingehalten wurden. Und das ist das eine und zum anderen auch rein das Ergebnis der Studie. Also eine, auf die immer wieder referiert wird, wenn es um Magnesiumchlorid geht und Einreiben, das ist eine Studie, da ging es um Fibromyalgie. Das ist eine ja, durchaus sehr komplexe und sehr umfassende ganzheitliche Krankheit, die man nicht so ganz recht erklären kann und wo dann das Magnesiumchlorid eine positive Wirkung hatte. Die Probandenanzahl war wieder sehr, sehr gering und es war auch so, dass die Fibromyalgie, so heißt das, dass diese auch diskutiert wird, ob das psychosomatische Ursachen hat. Und dann ist natürlich ein Mittel, was man dann nimmt und dass dieses dann sozusagen positive Wirkung erzeugen könnte, also die Hoffnung, hat dann natürlich wahrscheinlich einen größeren Einfluss, also sprich der Placebo-Effekt, als dass man wirklich davon ausgehen kann, dass das Magnesiumchlorid tatsächlich hilft gegen diese sehr vielfältigen Erscheinungen der Fibromyalgie. Und ja, das ist so für mich persönlich dann nicht wirklich ein Beweis dafür. Und dann gibt es noch ein paar Studien, wo Magnesium als Salbe eingerieben wird, wegen Muskelbeschwerden und so weiter, weil wir wissen alle, ein Punkt von Magnesium ist, wenn wir Krämpfe haben, wir schlucken Magnesium, wir sind leistungsfähiger, unsere Muskeln regenerieren schneller. Aber das ist halt bei Einnahme. Und ja, und auch da gibt es, wie gesagt, von der Studienanordnung ein paar Sachen, die ja, einfach nicht ganz klar zeigen, okay, das wirkt. Und entsprechend möchte ich euch das auf jeden Fall auch mit auf den Weg geben. Ich habe den Anspruch an mich selber, dass ich euch immer nach bestem Wissen und Gewissen informiere und dass es, ja, wie ihr auch selber wisst, wenn ich unten einen Link poste, das sind ja alles oder meistens Amazon Affiliate Links, weil jedes Mal, wenn jemand über einen Link irgendetwas kauft, bekomme ich sozusagen eine Provision. So, das ist auch eine der großen Einnahmequellen eines YouTubers. Plus, mir bringt das nichts, wenn ich in irgendeiner Weise euch zu einem Kauf verleite von irgendetwas, wo dann am Ende steht, dass, also wo ich zumindest nicht sagen kann, dass das auf wissenschaftlich festen Füßen steht. Und ich möchte euch einfach die komplette Information geben, ich möchte euch auch den Link geben und ich bin immer froh, wenn ihr, bevor ihr einen Einkauf bei Amazon tätigt, auf irgendeinen Link von mir gegangen seid. Das ist dann auch egal, welcher das ist, weil das ist also Cookie, der ist 48 Stunden aktiv. Das heißt, wenn ihr bei mir im Kanal auf irgendeinen Link klickt, in meiner Infobox habe ich immer ganz viele Links, da draufklickt und innerhalb von 48 Stunden irgendwas bei Amazon kauft, das muss nicht im Zusammenhang mit dem Produkt stehen, dann bekomme ich eine Provision von Amazon, dass ihr sozusagen von mir auf die Amazon-Seite geleitet wurdet. Und ja, das ist halt ein Teil, wie ich diesen YouTube-Kanal finanziere. Aber es ist mir halt eben immer extrem wichtig, euch einfach zu zeigen und zu sagen, ja, also aufzuzeigen einmal, dass das für mich auch keinen Sinn macht, irgendwelchen Blödsinn zu erzählen, auf der einen Seite, und zum anderen Seite, dass selbst unter ökonomischen Gesichtspunkten irgendwann mir wieder auf die Füße fällt und auch den YouTubern auf die Füße fällt, die ja mit sag ich mal, etwas unökonomische Herangehensweise, weil eben genau das torpediert wird dadurch, versucht einfach ein Produkt zu verkaufen. Das macht keinen Sinn. Es macht nur Sinn, sich bestmöglich selber zu informieren und das dann genauso authentisch auch rüberzubringen. Und ich hoffe, das ist mir bei dem Magnesium-Video jetzt hier gelungen. Also ich nehme es selber weiter. Ich habe das Produkt ja da und das nutze ich auch. Und es ist, habe keine Beschwerden damit. Viele sprechen davon, dass sie so ein leichtes
Kriseln oder Stechen auf den auf der Haut haben, wenn sie das auftragen. Habe ich überhaupt nicht. Und beim Auftragen übrigens noch ein Tipp, reibt das schön ein. Das heißt nicht nur ansprühen, sondern tatsächlich auch einreiben. Das soll, wie gesagt, die wissenschaftliche Basis fehlt da ein bisschen, das soll einfach dazu dienen, dass das besser aufgenommen wird. Genau. Und deswegen, ich nutze das jetzt noch weiter. Es ist extrem preisgünstig und, ja, und entsprechend kann ich das aus der Warte zumindest sagen, dass es keine nachteiligen Empfindungen hat. Und selbst wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, also wenn das jetzt ein Effekt ist, der nicht wissenschaftlich, also biochemisch in irgendeiner Weise eine Kausalität unterliegt, so ist es doch egal, wenn ihr daran glaubt, dass das Magnesiumöl für euch einen positiven Effekt hat, dann wunderbar. Probiert es und naja, dann könnt ihr ja vielleicht unten in den Kommentaren, wer schon da Erfahrungen hat mit einem Magnesiumöl oder mit dem Magnesiumöl, der kann das posten und ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.